So, meine lieben Follower im Internet, ich melde mich doch nochmal jetzt hier vom Potsdamer Platz. Es ist jetzt immer noch selber Tag, 12:41 Uhr. Das ist nochmal ein Tag, ich gucke nochmal kurz auf meine Apple Watch. Ich muss nochmal sicher gehen, dass ich nicht den falschen Tag hier habe. Moment mal. Eine Sekunde, Sela, wie kommt hier? 23. Juli, ja? Uhrenvergleich. Apple. Ja, ich bete nochmal für Apple auch. Geile Firma, ich habe schon seit Ewigkeiten Apple. Ja, Apple iPhone, Apple Watch. Ich liebe diese iCloud. Ist das beste Unternehmen der Welt. Ist nicht umsonst Nummer 1, weil ich es gesagt habe. In dem Design. So, warum hier Potsdamer Platz? 15 Jahre habe ich hier gelebt. 15 Jahre. Hier haben wir die Wissingszelle 5. Ich bin hier gewesen, tausendmal mit meinem Hund Arco. Der Tom Klaasen, Klaus Thompson, wohnt da hinten, Potsdamer Platz 1, arbeitet da hinten. Da ist seine Timewaver-Firma. So, hier, Holmes Place. Da habe ich angefangen bei Holmes Place erstmal zu drehen mit Nico Zoller zusammen. Der war mit mir in Las Vegas. Nico Zoller, wenn du siehst hier, super. So, auf den Punkt kommen, ich wollte mal kurz euch eine Geschichte erzählen, und zwar noch ein bisschen traurige Geschichte. Und zwar von dem Tag, wo ich da beinahe gestorben bin. Ich habe ja schon erzählt, ihr wisst, erinnert euch, die Buchstaben haben angefangen zu schreiben und da stand auf mein Handy, die Menschen wollen jemandem dienen. Stand auf mein Handy. Ich habe da also mit Gott geschrieben. Alle dachten, ich bin verrückt, meine Mutter hat mich in die Psychiatrie gebracht. Dann war ich bei tannenhof.de, jetzt geht's mir besser. Aber ich sage euch, ich war nicht verrückt. Was wirklich wahr ist, mir ist noch was eingefallen, was noch auf mein Handy stand, weil ich habe ja dann mit Gott geschrieben, mit meinem Handy. Sag jetzt mal einfach so. Ich habe geschrieben und da stand noch was. Ich erinnere mich jetzt wieder. Da stand auf mein Handy, muss ich nochmal kurz zusammenkriegen, weil ich habe die ganze Nacht ganz schrecklich geweint. Ich habe an den toten Hund gedacht. Oh, Achtung, Kinder, Vorsicht. Kinder darf man nicht filmen, Vorsicht. Ich habe an den toten Hund gedacht, der auf die Straße gelaufen ist. Das war ja Jesus Christus für mich. Ich habe an den toten Hund gedacht, der tot gefahren ist. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich habe an meine Vergangenheit gedacht in der Nacht. Und habe mit meinem Handy geschrieben und gebetet, auf Knie, habe um Gott Gnade gefleht und habe gesagt, was ist denn los? Oder wo ist denn Gott? Und dann habe ich zurückgedacht zum Beispiel an das schlimmste Ereignis, was ich mich in meiner Kindheit erinnern kann, war die Tsunami-Katastrophe. Ich poste gleich nochmal die Tsunami-Katastrophe bei Wikipedia. Ich weiß nicht, wie viel, 200, 300, 300.000 Seelen weg, ausgelöscht von einem Tsunami nach Flutwelle. Und als ich dann gebetet habe und mit Gott sozusagen im Dialog war, das ist ja ein einmaliges Erlebnis gewesen diese Nacht. Nur ich war da, kein anderer war Zeuge. Kann das, müssen wir noch vielleicht nochmal nachdrehen oder so. Aber es war so. Was die Wahrheit nämlich ist. Und das stand dann auf mein Handy, als ich dann um Gott gefragt habe, was ist denn los, warum denn so viele Menschen sterben, ausgelöscht werden. Und dann habe ich ihn gefragt, ich habe immer so viel Mitleid. Es ist, als wenn ich das spüre. Ich spüre das, wenn Menschen leiden. Ja, wenn in China zum Beispiel da an dieser Apple-Fabrik Leute sich aufhängen, ich spüre das, ich fühle das. Das ist, als wenn ich irgendwie ein ganz wichtiger Mensch, als wenn ich irgendwie versuche, deswegen sage ich ja, ChangeYou.de ist mein Leben. Das muss klappen mit dem ChangeYou.de. Ja, ich möchte die Welt retten, das ist meine Aufgabe. Aber ich wollte euch noch einen Satz sagen, der auf mein Handy stand. Und zwar da stand, kurz zusammenkriegen, da stand irgendwie sowas wie, Norman, es ist nicht dein Recht, über andere Menschen zu urteilen oder über den Tod zu urteilen, sondern es ist nur mein Recht. Und damit war Herr Jesus Christus gemeint. Glaube ich zumindest. Glaube ich zumindest. So, jetzt mal, das ist jetzt, ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Religionsfragen in die Welt setzen. Ich will euch damit einen Tipp geben. Einen Tipp. Ja? Wer hier was wirklich zu sagen hat, das hat weder Donald Trump noch der chinesische Präsident noch irgendein anderer Erdogan oder dieser Kim Jong-un, niemand. Der Einzige, was wirklich, wer was zu sagen hat, ist Gott. Von mir aus Herr Jesus Christus. Aber ich würde das nicht so oft sagen, Herr Jesus Christus, weil Matthias Bonk hat mal zu mir gesagt, sobald man mit Jesus Christus anfängt, kann es vielleicht Glaubenskriege geben. Glaubenskriege wollen wir nicht mehr. Also sagt einfach Herr im Himmel. Ja, der Einzige, der was zu sagen hat, ist Gott. Ja, und ich gebe nochmal für euch als Tipp so, ich hatte mal einen schlauen Mathelehrer. Der hat immer gesagt, die Welt besteht aus Dreiecken. Und das, wenn man in der Bibel mal nachliest, da ist der Herr im Himmel, Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Die drei gemeinsam, ja, haben wir zu sagen. Ja, als Dreieinigkeit des Glaubens. Ja, und da bin Icke, Marina und Hendrik. Aber das ist auch wieder nur geheim und ein Insider, darf keiner wissen. Gut, was soll ich sagen jetzt? Nochmal jetzt erstmal Ende vom wunderschönen Potsdamer Platz. Guck mal, wie schön grün, habe ich extra grün gemacht. Die Sonne, wollt ihr die Sonne nochmal? Hier oben ist die Sonne. Genau. Ich fahre jetzt weiter am Mercedes-Benz-Platz. Ich wollte euch, wie gesagt, nochmal diese Geschichte, dass ihr euch, wenn ihr euch mit Religion noch nicht beschafft, sondern die Bibel noch nicht gelesen habt, dann denkt doch mal an meine Worte oder guckt euch dieses YouTube-Video an.
Ja, was auf mein Handy stand, ich schwöre es auf euch alles, es stand auf mein Handy. Es ist nicht das Recht, euch in andere Leben einzumischen. Das macht nur der Herrgott. Ja? Ihr könnt euch nur auf euer Leben konzentrieren. Nur das ist entscheidend. Der Sinn des Lebens ist, dass ihr glücklich seid. Alles andere ist völlig egal, das macht Gott. Ja? Kleine Anekdote des Tages für euch. Genießt den Tag, genießt die Sonne, enjoy your life. Ich besuche jetzt Jakob in der 260-Grad-Bar. Ich habe Spaß. Wir sind in Berlin, der Mutterstadt, the place to be. Nominator, Ende.